1997 wollten die aufstrebenden Blizzard Studios nach Strategie- und Action-Rollenspielerfolgen auch in den Adventure-Markt vordringen. Sie kündigten Warcraft Adventures an, das jedoch nie erschien. Worum Warcraft Adventures ging, wie es sich spielte und warum es eingestellt wurde, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Hey, Honey! What can I do for ya? Well, bathing, shaving and losing about 100 pounds would be a start. Why the flying pigs? An original gnome invention. The rapid automated food delivery service. Concept? Food to go. In der großen Ära der Adventures, als Day of the Tentacle und Sam & Max das Genre prägten, wollte Blizzard Entertainment, gerade berühmt geworden durch Warcraft und Diablo, ihr erstes eigenes Adventure herausbringen. Da sie jedoch weder Erfahrung mit der Entwicklung eines solchen Titels noch den benötigten 2D-Animationen hatten, beauftragte Blizzard eine Firma namens Animation Magic damit. Ein halb amerikanisch, halb russisches Unternehmen, welches mit mehreren Zelda-Titeln, unter anderem The Wand of Gamelon, bisher nur wenig erfolgreiche 2D-Adventures im Zeichentrickstil für CDI herausgebracht hatten. Die Firmen einigten sich, dass Blizzard die gesamte Geschichte, sämtliche Dialoge und Soundeffekte handhaben würden, während sich Animation Magic um Zwischensequenzen und alle 2D-Animationen kümmern würde. 1997 kündigten sie Warcraft Adventures Lord of the Clans als das nächste bedeutende Kapitel in der epischen Warcraft-Sage an, was den Spieler zu über 60 atemberaubenden Orten in 7 Regionen Azeroth führen sollte. Es hörte sich grandios an und ein erster Trailer, welcher der StarCraft-CD beilag, heizte die Gemüter weiter an. Das Spiel brachte die Charaktere der Warcraft-Welt zum Leben. Leider blieb es bei diesem Traum. Während Blizzard und Animation Magic an Warcraft Adventures arbeiteten, brachten die Meister der Adventures, LucasArts, Monkey Island 3 heraus, was die Animation und die gesamte Optik ihrer bisherigen Titel und auch Blizzards Spiel verblassen ließ. Als LucasArts dann noch den ersten Trailer zu Grim Fandango zeigte, ein komplettes 3D-Adventure, zog Blizzard die Reißleine. Am 22. Mai 1998 gab Blizzard Entertainment offiziell den Entschluss bekannt, Warcraft Adventures einzustellen. Was ironischerweise nicht Animation Magic schuld war, wie man hätte vermuten können, und zu einem Zeitpunkt geschah, als das Spiel bereits zu 95% fertig war. Besonders wegen letzterem war es eine Entscheidung, die man Blizzard hoch anrechnen muss. Nicht jede Firma würde ein quasi fertiges Spiel zurückhalten, weil es nicht ihren eigenen Qualitätsansprüchen entspricht. Bill Roper, damaliger Vizepräsident von Blizzard North, kommentierte es mit: Sie hatten versucht, ein traditionelles Adventure zu programmieren und ihre eigene Ansicht zu Adventures veränderte sich im Verlauf des Entwicklungsprozesses. Blizzard versprach jedoch, sie würden Teile des Spiels ihrem nächsten Projekt World of Warcraft zugutekommen lassen. Und tatsächlich sehen die Artworks der Warcraft Adventure Locations aus wie Elemente aus den Gebieten des MMORPGs. Zudem kann im Vorgebirge des Hügellands mit der Quest Flucht aus Durnhold Thralls Ausbruch nachgespielt werden, der den Startpunkt des ehemaligen Adventures markiert. Das amüsanteste für World of Warcraft Spieler in Warcraft Adventures dürfte jedoch Sul'jin gewesen sein. Während Sul'jin in WoW der mächtige Endboss in der Schlachtzuginstanz Sul'aman war, stellte das Adventure ihn als schwulen Troll dar, der in seinem Antiquitätengeschäft alte Kriegsgeschichten erzählte, während er Gartengnome verkaufte. 3 Jahre nach der Einstellung hat Christy Golden die gesamte Geschichte in leicht abgewandelter Form mit dem Roman Warcraft Lord of the Clans erzählt. Die Originalhandlung von Warcraft Adventures verlief so: Lieutenant Blackmore hatte Thrall als Baby auf einem Schlachtfeld gefunden und in seine Festung Durnhold gebracht. Viele Jahre später, nach dem Zweiten Krieg gegen die Menschen, als viele Orks in den östlichen Königreichen in von Menschen bewachten Siedlungen lebten, war Thrall zu einem jungen Ork herangewachsen. Ein Ork, der niemals einen anderen Ork gesehen hatte und deshalb laut Blackmore seinen Befehlen wieder wortlos gehorchte. Der ideale Sklave und Arenakämpfer.
Doch vom Spieler kontrolliert gelang Thrall verkleidet als Kaplan Messers die Flucht und auf dieser sah er Steckbriefe eines anderen Orks, der von der Allianz gesucht wurde, Grom Hellscream. Er durchquerte die Wälder und das Ödland, traf in Kasmodan den Shattered Ork-Clan, ein versoffener und willenloser Stamm von Orks, der seine linke Hand für Black Ale hergegeben hatte. Letztlich gelangte er zu Grom, dem er seine Geschichte schilderte. Am Lagerfeuer dessen Warsong-Clans hörte Thrall das erste Mal von Rand und Mame Blackhand, zwei Ork-Brüdern, die ihr Volk verraten hatten und mit den Menschen zusammenarbeiteten. Thrall reiste weiter in die Nordlande, zum Frostwolf-Clan, in dessen Banner er als Baby eingehüllt gewesen war. Drexar, Schamane des Frostwolf-Clans, erzählte ihm von einer Vorhersage eines mächtigen Ork-Anführers, der in Sklaverei aufgewachsen war und aus einem fernen Land kommen sollte, um die Clans zu vereinen und gegen ihren Feind zu führen. Dieser Anführer müsste jedoch die Axt von Durotan wieder beschaffen. Eine Aufgabe, die Thrall durch Austricksen einer Schneebestie spielend leicht gelang. Mit der Axt seines Vaters erkannte ihn der Frostwolf-Clan an. Er musste sich jedoch als Anführer weiter beweisen. Drexar lehrte Thrall die Künste der Schamanenmagie. Mit diesen neu gewonnenen Kräften unterwanderte Thrall die Zwerge, stahl das Ei eines Greifen und gewann damit die Anerkennung des gesamten Frostwolf-Clans. Es fehlte nur noch ein dritter ehemaliger Kriegshäuptling, Orgrim Doomhammer, dem Thrall kurze Zeit später begegnete. Doomhammer erzählte Thrall, wie er zusammen mit Durotan und Rand Blackhand einen Bluteid geleistet hatte, die Horde furchtlos anzuführen und voranzubringen. Doch Gul'dan und sein Schattenrat korrumpierten Rand Blackhand. Thralls Vater schöpfte Verdacht. Doch bevor er handeln konnte, sorgte Gul'dan dafür, dass Durotan mit seinem Frostwolf-Clan in die Nordlande Azeroth zog, um dort weitere Befehle abzuwarten, die nie kamen. Nachdem er von Rand Blackhands Aufstieg zum Kriegshäuptling erfuhr, wollte Durotan zu Doomhammer zurückkehren, um ihm von dem Verrat zu berichten. Doch Rand und Mame lauerten ihm auf seinem Rückweg auf. Sie töteten Durotan und dessen gesamte Familie, bis auf den Säugling Thrall. Thrall erfuhr weiterhin, dass die drei Clananführer Orgrim Doomhammer, Kagas Bladefist und Kilrock Deadeye nun Grom Hellscream in Grimbartol zum neuen Kriegshäuptling ernennen wollte. Ein Ritual, zu dem Grom nicht erschien, da er von Mame und Rand Blackhand gekidnappt wurde. Die Häuptlinge wollten Hellscream zu Hilfe eilen, doch ihnen fehlten die Leute. Thrall und sein Frostwolf-Clan baten ihre Hilfe an, doch die Anführer fürchteten ihre Stärke, würde gegen die Blackhand-Clan und Truppen der Menschen immer noch nicht reichen. So kam es, dass Thrall den roten Drachen Alex Trasser um Hilfe bitten sollte. Ausgestattet mit einem Drachenschuppenschild, welchen ihm die Zwerge angefertigt hatten, gelang es Thrall, Alex Trassers brennendem Atem zu widerstehen und ein Gespräch mit der Drachendame zu führen. Sie willigte ein, Thrall mit ihren Kindern zu helfen, wenn es ihm gelänge, Deathwing in Blackrock Spire zu bezwingen. Thrall versteckte sich in einer Kuh, die Deathwing fraß, verknotete dessen Organe von innen, ließ sich wieder ausspucken und beim eigentlich tödlichen Feuerstoß auf Thrall brachte Deathwing sich selbst um. Mit den drei Clans, unterstützt vom roten Drachenschwarm, in Bereitschaft schlich sich Thrall zurück nach Durnhold. Er beobachtete das Bündnis zwischen Lieutenant Blackmore und den Blackhand-Brüdern und erfuhr dabei, dass sie das Black Ale brauten, was die Orks willenlos und zu perfekten Sklaven machte. Als Blackmore zur Verteidigung seiner Burg eilte, fing Thrall mit zwei geschickten Armbrustschüssen Rand und Mame in einem Feuer ein und nutzte die Schüssel ihres Blutbundes mit Blackmore, um die beiden durch einen Zauber von der Erde verschlingen zu lassen. Thrall folgte Lieutenant Blackmore auf die Zinnen des Turms und hielt ihn darüber. Blackmore bettelte um sein Leben und Thrall gewährte es ihm im Glauben, dass er nie wieder Orks quälen würde. Nur um in der nächsten Sekunde Blackmores Dolch zum Opfer zu fallen. Doch der gefangene Grom Hellscream eilte Thrall zu Hilfe und rammte Blackmore seine Axt in den Rücken.
Damit endete die Geschichte von Warcraft Adventures. Es war ein unterhaltsames Adventure mit vielen Gags. Angefangen mit fliegenden Schweinen, dem Food to go, über den Ogre-Magier Makros, über dem eine Festung eingestürzt war, wodurch einer der zwei Köpfe nun dumm war und das Zauberbuch des anderen für etwas zu essen verkauft hatte, bis hin zu den Shattered Hand Orks, welche die letzte linke Hand für ein Kartenspiel hergaben und dann erst bemerkten, dass sie ohne zwei Hände nicht mehr mischen konnten. Die Steuerung war einfach gestrickt, es gab Point-and-Click-typisch die Möglichkeit zum Betrachten, Reden und Benutzen, sowie viele leichte Rätsel. Alle zu dem Zeitpunkt implementierten Gegenstände waren tatsächlich relevant und sämtliche Orte waren jederzeit besuchbar. Einige ließen sich sogar öfters für Aufgaben einsetzen, wodurch es noch einfacher wurde. Wie Blizzard vermutet hatte, hätte es sicherlich keine neuen Maßstäbe gesetzt, aber es bot 2,5 Stunden Unterhaltung im Warcraft-Universum. Das Einzige, was vielleicht hätte negativ aufstoßen können, war, dass der Spieler mehrere Menschen töten musste, um Thrall zum Sieg zu führen, was für Adventures damals eher unüblich war. Theranos Gundarak! Most impressive well. But summoning a Death Knight will be your doom. What did you hope to accomplish? Quickly, give me my scepter. I'll grant you eternal life. I'll give you anything. Just give it to me. Give it to me.